etwas ruhig angehen lassen. Ja, und ausgeschlafen. Ausgeschlafen, genau. Und nicht aus dem Arsch gekommen. Und jetzt wollten wir eigentlich was essen gehen, eigentlich thailändisch. Und hätten dank diesem Bolivia-Hop, wo wir mit dem Bus fahren, eigentlich auch 10% bekommen sollen. Dann fällt ihm aber, nachdem er die Vorspeise serviert hat, ein, das gilt nur für das Fleischmenü. Und wir wollten beide was Vegetarisches. Und also, da war nichts dran zu rütteln, ja. Also sind wir gegangen. Also ist echt unter aller Kanone. Also geht eigentlich gar nicht. Beim Fleischmenü hätten sie mehr Geld eingebüßt als beim Vegetarier-Menü. Ja. Also. Jetzt gehen wir halt italienisch essen. Genau. Das ist auch nicht schlecht, ne? Und dann schauen wir uns ein bisschen die Stadt hier an. Genau. Die Gegend. Genau. Und ich zeige euch dann auch alles, ne? Genau. Bis dann. Just take away things. Irgendwie eine Mischung aus Wasser, Vanille und Banane. Mhm. Schmeckt gut, aber es ist so süß. Pappsüß. Man kann echt nur einen Schluck von trinken. Und der Robert. Ich hab rosa Wasser. Elefant. Hier steht auch extra noch her. Das heißt Frau. Er hat Frauenwasser. Ja, mei. Tja, jeder wie er es verdient. Ne? Also, hier haben wir einen Kokosnuss Coconut Oat Cake, also einen Kokosnuss Haferflocken Kuchen. Und da haben wir eine Cinnamon Roll, also Zimtrolle. Hört aus wie ein bisschen mit einem Waffeln, aber der schaut sehr lecker aus. Ziemlich geil. Der schmeckt schon mal richtig lecker. Jetzt hier schön am See und genießen einfach nur den Anblick. Das ist nämlich viel zu schön. Und die Kamera ist ultra schwer, die muss der Schatz halten. Der hat da jetzt gerade Wasser reingepumpt in diesen großen Tank. Und dann bringt er das hier die Berge hoch. Und so hat dann jeder auch etwas Wasser. Musik.
Servus. Servus. Also, dann, wir haben jetzt hier gerade mal wieder den Sonnengang angeguckt. Der ist nämlich hier so schön. Und jetzt gehen wir eigentlich wieder zurück ins Hostel, weil so richtig geht hier nichts abends. Und wir wollen jetzt auch nicht schon wieder Geld für Bier ausgeben. Nee. Und deswegen, ach, und Sachen packen müssen wir noch. Morgen geht's nämlich dann nach Peru. Und dann bis morgen, ihr Lieben. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Heute ist unser letzter Tag in Bolivien. Heute Abend geht's weiter nach Peru. Jawohl. Also erstmal nur auf die andere Seite vom Titicacasee. Und dann geht das richtige Peru los. Da sind wir schon sehr gespannt genau. drauf. Genau. Ja? Bleiben bloß einen Tag und dann gehen wir auf 5000 Meter. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, ich sterbe jetzt schon. Und jetzt gehen wir nochmal leckere Pizza essen. Die war zwar nicht so billig. Also aber immer noch billig, aber nicht so billig. Aber wir haben Bock drauf. Sehr geil. Außerdem müssen wir den Kuchen noch durchprobieren. Also dann, bis später. Bis dann. Spaß, oder? Der Mann arbeitet. Aha. Oh. Und die Frau chillt. We'll be right back.
Der Arme muss jetzt beide Säcke schleppen. Also, wir sind jetzt auf dem Weg von Copacabana nach Puno, also auch von Bolivien nach Peru. Und jetzt haben wir schon die Ausreise aus Bolivien hinter uns. Und jetzt kommt noch die Einreise nach Peru. Und dann können wir endlich weiterfahren. Guten Tag. So, jetzt haben wir den Einreise nach Peru auch geschafft. Jetzt sind wir in Peru. Ganz offiziell. Wenn nicht mehr viele nach unserer Liste. Nee, es waren immer weniger. Und was wollte ich sagen? Ach ja, jetzt sind wir noch eine Stunde später als in Deutschland, ja. Hinten dran. Jetzt sind 7 Stunden zu Deutschland. Ja. Jo. War gerade kurz verwirrt, als ich sehr um 5 in Copacabana losgefahren und jetzt war es dann plötzlich 5:05 an der Grenze und ich dachte so, hä? Dann ist mir eingefallen, dass hier die Uhr anders geht. Genau, eine Stunde in der Vergangenheit. Ja. Und jetzt fahren wir noch 3 Stunden. Genau, dann sind wir in der Unterkunft. Gibt es hoffentlich bald was zu essen. Ich habe Hunger. Also dann, bis später. Bis dann.